Hey Leute, herzlich willkommen zu diesem kurzen kleinen Real Talk Video hier auf dem Kanal. Ich dachte mir, es ist Zeit, mal ein paar Dinge anzusprechen, denn eigentlich sollte heute ein komplett anderes Video kommen, nämlich eine Verlosung unter anderem zu der Marke Mind Games, die ich persönlich ganz, ganz toll finde. Aber jetzt habe ich gestern Abend das Video zu Giardini di Toscana hochgeladen und habe Frevel behauptet, dass die Düfte günstig sind. Und da haben sich ein paar Kommentatoren drüber abgefuckt und scheinbar ist das etwas, was die Leute beschäftigt. Es kam auch ganz schnell wieder das Argument, ich würde hier nur Werbung für meine eigenen Produkte machen. Und deshalb dachte ich mir, weil ich mich seit 5 Jahren immer wieder mit diesen Kommentaren auseinandersetzen muss, dass es jetzt wirklich einfach mal Zeit ist für ein eindeutiges Statement, um was sich dieser Kanal hier dreht und was ihr hier zu erwarten habt und vor allen Dingen, warum der Kai die ganze Zeit Werbung für seine eigenen Produkte macht. Ja, und ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht, dafür werde ich es wahrscheinlich nicht schneiden. Ich hoffe, das ist okay. Einfach so ein bisschen, dass ich hier auch alles anspreche, was ich ansprechen will. Und zunächst mal ist das Allerwichtigste, es muss niemand salty sein, dass ich keine günstigen Düfte zeige. Denn es ist völlig okay, günstige Düfte zu kaufen, in dem Sinne, dass die Düfte unter 50 Euro kosten können. Ja? Das ist für mich völlig okay und ich möchte niemandem in Abrede stellen, günstige Düfte zu kaufen oder auch irgendwie behaupten, dass das keine gute Idee ist. Und es muss sich auch niemand angegriffen fühlen, weil ich hier Düfte für 300, 400 Euro zeige, die ich mir übrigens, anders als dass manche Leute auch unter dem einen oder anderen Reel von mir behaupten, auch immer noch selber kaufe. Beziehungsweise, was heißt, ich kaufe mir die Düfte gerne selber, weil das einfach mein Vibe ist und weil ich das gerne mache. Das soll aber nicht heißen, dass hier irgendjemand gemobbt oder ausgegrenzt wird, weil er günstige Düfte trägt, ja. Und da muss auch niemand in den Kommentaren irgendwie rumheulen und einen Kommentar schreiben, oh, 120 Euro ist ja gar nicht so günstig, weil Designerdüfte liegen ja zwischen 100 und 200 Euro. Das ist halt genau der Punkt, ja. Viele Leute sind bereit, für Tom Ford und so 300, 400, 500 Euro zu bezahlen. Und das ist ja genau der Punkt, wo Nische eben einsteigt. Und wo wir ja ehrlich sagen müssen, dass viele Nischendüfte inzwischen fast sogar günstiger sind als Designerdüfte und dafür einfach eine deutlich bessere Qualität bieten, was ja das Prinzip von Nische ist. Aber ich denke, worauf es hier ankommt, ist erstmal, es spricht wirklich gar nichts dagegen, günstige Düfte zu kaufen. Also bitte fühlt euch nicht angegriffen, wenn ich einen Duft für 120 Euro zeige und sage, dass das für meine Verhältnisse günstig ist. Und damit kommen wir zum wichtigen Punkt. Dieser Kanal hier dreht sich um Nischendüfte. Und Nischendüfte sind per Definition häufig teurer als Massenmarktdüfte. Denn was bedeutet Nische? Nische hat rein gar nichts damit zu tun, ob es ein Designer ist oder ob es ein, was weiß ich, was Independent-Duft ist. Nische bedeutet einfach nur, dass diese Menge an Düften oder der Umsatz, der von den Düften erzeugt wird, wie viele Leute es kaufen und wie teuer es ist, dass das einfach eine Nische ist. Also dass das super klein ist, verglichen zu den anderen Marken, die es auf dem Markt gibt. Das bedeutet Nische. Und das hat häufig zur Folge, dass Nische teurer ist als das, was die Masse da draußen trägt. Und kleine Info an dieser Stelle, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Selbst ein Herbapura oder ein Naxos oder vielleicht auch ein Tom Ford Oud Wood ist nicht Massenmarkt. Das ist auch immer noch Nische. Nicht jeder läuft da draußen mit Tom Ford rum. Die meisten Menschen tragen da draußen wahrscheinlich gar kein Parfüm oder nur ein Deo, waschen sich vielleicht noch nicht mal morgens die Arme oder was weiß ich, die Achseln oder was weiß ich. Ja, also wie kann man behaupten, dass ein Herbapura überall zu riechen ist? Klar, in dem einen oder anderen Fitnessstudio ist das der Fall. In der einen oder anderen Stadt wird man das auch mal auf der Straße riechen. Aber machen wir uns doch mal nichts vor, Leute. Nische ist immer noch eine Nische. Und das bedeutet eben häufig, auch aufgrund der Qualität, dass es eben auch Luxus ist, eben weil es teurer ist. Und Luxus ist nicht günstig, ja. Ich habe mir hier das Beispiel genommen, weil es immer in diesem Zusammenhang genommen wird, mit dem Autohändler. Ne? Natürlich ist für einen Ferrari-Händler oder für einen Ferrari-Fahrer ein Golf nicht teuer. Wenn du 150.000 Euro aufwärts für ein Auto ausgibst, dann sind 30.000 Euro für ein Auto nicht mehr so viel Geld. Das bedeutet aber nicht, dass da draußen jetzt jeder ein Ferrari fahren muss. Und das bedeutet auch nicht, dass ein Ferrari, klar ist das eine andere Erfahrung, klar ist das eine andere Art von Qualität, aber der Golf bringt dich auch ans Ziel. Und nicht jeder muss ein Ferrari fahren. Also es muss nicht jeder 350 Euro Nischenduft kaufen und tragen.
Es reicht auch einfach, wenn du einen günstigeren Duft trägst, ja. Das ist völlig okay und für mich persönlich ist es aber einfach das, womit ich mich gerne auseinandersetze. Und das ist eben das, worum es hier auf dem Channel einfach geht. Und wer was anderes behauptet, als dass für Nische 100 Euro die 100 Milliliter die absolute Untergrenze ist, wenn man jetzt wirklich von einer kleinen Nische spricht und nicht von Dupes um die 50 Euro, dann hat man einfach keine Ahnung. Und so Kommentare zu lesen, wie das 120 Euro teuer ist, ja, ich weiß, für viele Leute ist es wahrscheinlich viel Geld. Aber wenn man das in Verhältnis setzt mit einem Serjoff, mit einem Parfum de Mali, mit einem Maison Crivelli oder auch einem Fugazi oder auch einem Louis Vuitton, dann ist das relativ günstig. Und deshalb, weil es hier eben um diese kleine Nische geht von den Leuten, die bescheuert genug sind, 400 Euro für ein Parfum auszugeben, ist es in diesem Zusammenhang relativ wenig Geld. Und wie gesagt, ich möchte niemanden angreifen, ich möchte niemandem irgendwie in Abrede stellen, dass das für manche Leute 120 Euro viel Geld ist. Sicher. Und dazu kommen wir auch gleich noch, was ich investiere, nämlich für manche Videos, die mir persönlich keinen Cent bringen, weil ich investiere da nämlich auch Geld und teilweise sehr viel Geld, um den Leuten einfach diese günstigen Düfte auch näher zu bringen, also wirklich günstige Düfte für 50 Euro. Aber dazu kommen wir gleich noch. Aber ich möchte auch noch sagen, für mich ist es auch einfach okay, wenn man auch vielleicht mal auf was hinspart. Also diese Erwartungshaltung, dass man hier nonstop 300, 400 Euro Düfte kauft, weil es uns allen so gut geht. Das ist nicht so, ja, sondern es ist auch mal okay, auf den Duft zu sparen. Zum Beispiel den Amouage, wie hieß er, Purpose. Ich habe das ja in einem Reel gesagt, dass ich darauf ein halbes Jahr gespart habe. Und auch wenn da Leute geschrieben haben, oh, das hat er gestellt, Kai, spart doch nicht auf Nischenduft hier, ne? Doch, Leute, selbst ich muss auf Düfte sparen. Und das ist völlig okay, sich nicht einen Duft auf Impuls für 120 Euro zu kaufen. Natürlich sage ich, das ist ein Blind-Buy-Wert, weil für mich persönlich die DNA so massentauglich ist, die Qualität so gut, die Haltbarkeit so krass, dass ich es, by the way, heute Morgen, weil ich es gestern Morgen um 6 Uhr aufgetragen habe, heute Morgen, als ich aufgewacht bin, nochmal gerochen habe, den Bianco Latte. Und es ist doch völlig klar, dass ich sage, wenn ihr andere Sachen gewohnt seid vom Preis her, dann ist das auf jeden Fall ein Blind-Buy-Wert. Dann kann man das easy mitnehmen, in Anführungszeichen, wenn man normalerweise gewohnt ist, Düfte für 250 Euro aufwärts zu kaufen. Und wenn ich das mal vergleiche, selbst ein Montal liegt ja inzwischen bei 150 Euro, die 100 Milliliter, und schau mal, was du dafür bekommst, es ist voll okay. Du bekommst halt das, wofür du Geld ausgibst, ja. Aber für 120 Euro Giardini di Toscana, das ist schon von der Qualität her sehr, sehr krass. Und das war eigentlich die Message von dem Video. Ich finde es dann halt nur schade, wenn Leute sich dadurch angegriffen fühlen, weil die irgendwie glauben, dass der Kai jetzt denkt, er ist was Besseres, weil der kackt 120 Euro mal eben so hin und dann ist das halt okay. Nee, natürlich nicht. Aber die Zielgruppe, die diese Videos guckt, interessiert sich für Luxus, die interessieren sich für hochqualitative Düfte und dafür ist es verhältnismäßig wenig Geld. So, ich hoffe, ich konnte das jetzt mal an der Stelle sagen. Ja, aber im Grunde genommen sehe ich das einfach auch als, also sehe ich so eine Kritik in Anführungszeichen auch einfach als Zeichen, dass die Leute salty sind, dass man sich das Produkt vielleicht nicht leisten kann. Und ich finde das dann immer so ein bisschen schwierig, sowas in den Kommentaren dann einem Creator vorzuwerfen, wenn man doch eigentlich das Problem mit sich selber hat. Also wenn ich mir was nicht leisten kann und ich bin deshalb sauer, klar kann ich darauf sauer sein, ich kann es auch als Motivation nehmen, da vielleicht drauf hinzuarbeiten oder hinzusparen oder whatever, ja. Aber wenn ich sauer bin darauf, das dann an einer anderen Person auszulassen, das ist doch irgendwie fragwürdig, oder? Naja, aber im Grunde genommen, dieser Channel hier dreht sich nicht um günstige Düfte, es dreht sich um Nische, Nische ist Luxus. Und Luxus hat eben sein Geld. Und häufig ist es so, wenn man richtige Qualität haben will, dann muss man auch manchmal dafür zahlen. Ja? Also Qualität hat häufig ihren Preis. Und natürlich ist es nichts, was einen nicht sonst irgendwie gut duften durch den Alltag bringt. Keine Frage, ja. Also wie gesagt, ein Golf bringt dich auch ans Ziel. Aber ein Ferrari ist halt einfach eine andere Erfahrung. Ja? Und manche Leute wollen das, andere nicht, das ist völlig okay, aber das ist eben so der Punkt. So, und ich habe jetzt eben auch mal so 5-6 Videos zu Latafa und Zara und Co. gemacht in den letzten Monaten, weil ich gemerkt habe, das ist für die Leute auch wichtig. Und für mich, ehrlich gesagt, ist jetzt auch mal wieder gut. Und ich merke es auch an den Verkaufszahlen, ich merke es an den Klickzahlen, dass die Leute das auch nicht mehr so anklicken. Ja? Also ich habe das Gefühl, für den Großteil meiner Zuschauerschaft ist jetzt auch mal gut mit Latafa. Und mit Zara-Düften, ja. Also das erste Zara-Video ist ja eines der meistgeklickten ever auf meinem Kanal.
Und so die letzten haben, was weiß ich, 2000, 3000 Aufrufe. Also es hat wirklich keinen mehr gejuckt. Und dementsprechend ist jetzt auch mal gut. Und ich denke, es gibt andere Channels dafür. Also zum Beispiel Sendjay, auch wenn ich nach wie vor dieses ganze Success-Pur-Konstrukt um den herum nicht verstehe, ist ein guter Channel für auch günstige Düfte. Der macht einen guten Mix. Ja? Oder Fragrance Couple, die ja letztens groß und breit in ihrem Video erklärt haben, dass sie keine Düfte gesponsert bekommen. Die sind vielleicht auch ganz gut, wenn man Lust hat auf Leute, die sich alles wirklich selber kaufen. Ob das jetzt mit den Straßenreaktionen, die nicht zu machen, so eine gute Idee ist, klicktechnisch, weiß ich nicht, weil ansonsten läuft da, glaube ich, nicht so viel. Aber es ist trotzdem, es gibt andere Channels, wo man sich das anschauen kann. Oder auch Eau de Fragrance zum Beispiel, ja. Toller Typ, macht super Videos zu diesem, also für Leute, die für die 120 Euro viel Geld sind oder 150 Euro für ein Flakon. Klar, es ist viel Geld. Let's face it, es ist viel Geld. Aber für Leute, die nicht so in diesen Nischending drin hängen und vielleicht eher so 300 Euro kaufen wollen, sondern eher 120 Euro kaufen wollen, für die ist das halt super, weil der macht einen super Mix, auch viele Designer und das, was eben ja so im, in Anführungszeichen, Massenmarkt unterwegs ist. Also es gibt andere Channels dafür. Ich sehe meine Positionierung woanders. Ich stehe für Luxus, oder was heißt ich stehe für Luxus, aber dieser Channel hier steht für Luxus. Meine Düfte liegen zwischen 220 Euro und 370 Euro, die 50 Milliliter. Das ist die absolute Endstufe von dem Pricing her, auch natürlich in puncto Qualität von dem, was im Flakon drin ist. Denn die Düfte könnten locker das Doppelte kosten von dem, was das Öl kostet, sage ich euch ganz ehrlich. Und das ist auch völlig okay. Und am Ende, wenn dieser ganze Nischenhype irgendwann abebbt und Leute nicht mehr bereit sind, so viel Geld für Luxus auszugeben und dieser Channel hier dann vielleicht nicht mehr so viel Aufmerksamkeit bekommt, ist es auch okay für mich, weil das ist so mein Vibe und meine Leidenschaft und dafür stehe ich auch einfach und das möchte ich auch einfach machen. Und ich trage in meinem Alltag wirklich realistisch gesagt keinen einzigen Duft unter 100 Euro, weil das mich einfach nicht anspricht. Und wie gesagt, es muss niemand hier teure Düfte kaufen, der das nicht will. Aber für mich ist es einfach mein Vibe. Ich gebe dafür gerne Geld aus und manchmal auch ein bisschen zu viel Geld. Und ich denke, viele von euch werden das auch kennen, dass es ihnen auch so geht. Aber das ist eben so. So, und jetzt möchte ich noch abschließend noch mal ein paar Sachen dazu sagen, zu diesem Thema Werbung. Also ich mache jetzt ja schon seit 10 Jahren YouTube. Ja? Also erstmal habe ich ja angefangen in diesem Persönlichkeitsentwicklungsbereich, dann irgendwann ging es um das Thema Styling und ich mache seit Anfang an Werbung für eigene Produkte. Also in dem Persönlichkeitsentwicklungsbereich, ich hatte einen eigenen Videokurs, eigenes Buch, also wirklich das komplette Programm. Ich habe von Anfang an immer Werbung für Produkte gemacht, weil das für mich auch, wisst ihr, während des Studiums, ich hatte auch irgendwie Bock, mir ein bisschen was dazu zu verdienen und habe gemerkt, okay, man steckt da sehr, sehr viel Arbeit rein in puncto, wie viel Zeit man in die Videos investiert und ich wollte da auch einfach ein bisschen was wieder mit reinbekommen. Ne? Das war so die Intention am Anfang und inzwischen ist es so, ich habe eigene Produkte, ich habe einen eigenen Shop und ich frage mich dann immer, tut mir auch leid, wenn ich damit jetzt vielleicht dem einen oder anderen auf den Schlips trete, aber ich frage mich immer, wie man das nicht checken kann, dass jemand, der einen eigenen Shop hat, Werbung für eigene Produkte macht. Als Selbstständiger, ich verdiene damit ja auch, also ich verdiene damit meinen Lebensunterhalt, zu glauben, dass ich nicht die Sachen, die ich mache, verkaufe oder an den Mann oder an die Frau bringe, ich frage mich immer, also in welchem Jahr oder in welchem geistigen Alter lebt man? Sorry, wenn ich das jetzt so offen sagen muss, aber ich verstehe das halt nicht. Also es ist doch völlig selbstverständlich, dass ein Handwerker seine Handwerksleistung verkauft. Und es ist doch völlig selbstverständlich, dass ich als jemand, der einen eigenen Shop hat, wo ein, was weiß ich, x-stelliger Wert an Ware rumliegt, was mich auch Geld kostet, weil jeder Tag, wo ich nichts verkaufe, kostet mich Geld, ja. Das ist eine Unternehmung, das muss irgendwie funktionieren. Ich habe Mitarbeiter, die wollen auch ihr Gehalt. Und das muss halt irgendwie, muss das halt laufen. Und ich verstehe nicht, warum es immer noch Leute gibt, selbst nach 10 Jahren, ich bin ja nicht einer der ersten YouTuber gewesen, ja, warum es immer noch Leute gibt, die das irgendwie so negativ sehen. Ich glaube, der Vorteil von meinem Shop oder auch von meinen Videos ist, ich treffe vorher eine Auswahl für euch. Das heißt, ich sage euch, was ich gut finde mit der Erfahrung von 1500 getesteten Parfums und 1000 besessenen Flakons unter anderem. Ja. Ich sage euch, was meine Auswahl ist. Ich mache so eine vorkuratierte Vorauswahl, whatever.
Und ihr müsst euch dann nur die Inspiration nehmen und halt in den Laden gehen, es selber testen oder das Ganze vielleicht einfach auch blind kaufen, weil es euch so sehr anspricht und weil ihr der Überzeugung seid, das ist so euer Duft. Und klar könnt ihr, also es ist für, ich habe auch noch aufgeschrieben, meine Auswahl ist für die Menschen, die gut riechen wollen, exklusive Düfte tragen wollen, die nicht jeder trägt. Und ja, also ne, wenn du das nicht bist und du das tragen willst, was alle anderen draußen tragen oder du willst irgendwie schlecht riechen oder so, keine Ahnung, oder du hast einfach einen anderen Geschmack, dann ist das ja auch okay. Aber man muss nicht so tun, als müsste ich hier aus, also für Luft und Liebe irgendwie Videos machen. Ich habe Kosten im Videoschnitt, ich habe Kosten für die Düfte, die ich hier vorstelle, weil ich natürlich auch Sachen zeigen will, die mir nicht zugeschickt werden. Klar, viele Sachen kann man inzwischen anfragen bei den Distributionen, das ist auch gut so. Viele Sachen davon muss ich trotzdem als geldwerten Vorteil versteuern. Also es kostet mich auch Geld, wenn mir eine Marke jetzt einfach sowas zuschickt häufig, ja, weil das Finanzamt will halt auch Geld haben, ja, ist leider so. Und es ist doch klar, dass da irgendwie auch was reinkommen muss. Und nur mal so als Vergleich, ja, ich glaube, die Leute vergessen einfach, dass sie diesen Content kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Außer man hat jetzt YouTube Premium und zahlt da irgendwie einen Zehner im Monat, dass man keine Werbeanzeigen sieht. Aber ich liefere euch hier zwischen 8 und 12 Videos die Woche komplett kostenlos. Mich kostet es Geld, weil ich muss mein Videoschnittteam bezahlen, ich muss Flakons kaufen. Wenn ich ein Latafa-Düfte-Video drehe, gebe ich 600 Euro an Flakons aus. 500 bis 600 Euro nur an Flakons, die ich selber nicht trage. Ich bekomme das Geld, es sei denn, ich verkaufe sie nicht zurück. Und es ist einfach dann auch nochmal 150, 200 Euro kosten Videoschnitt, je nachdem, wie lang das Video ist. Das heißt, selbst die Videos, wo ich nichts mit verkaufe, wo ich keine Werbung mache, die sind da ja mit drin. Und ich glaube, wenn man diese Videos gucken möchte und man möchte von dem Kai Videos sehen, die nicht gesponsert sind, dann muss man auch damit leben, dass ich auch mal Werbung mache. Und so zum Vergleich, 8 bis 12 Videos die Woche. Wer behauptet, dass ich nur Werbung mache, der schaut sich einfach diese Videos nicht an, Freunde. Das ist einfach so. Ja? Schaut euch mal an, wie viele Videos ich pro Woche raushaue und wie viel Werbung da wirklich drin ist. Und da muss ich auch sagen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute, die sowas schreiben, dann einfach auch die Leute sind, die immer nur diese Clickbait-Bildtitel anklicken. Also die günstigsten Düfte der Welt oder die Hosen fallen runter bei den Mädels, bei diesen 10 Düften. So, das ist so dieses Titten auf dem Thumbnail, ja, das ist so das Klientel, was dann diese Videos kommentiert, weil die natürlich, wenn die sich halt nur diese Videos angucken, ich als jemand, der was von Psychologie versteht und so, mache natürlich Werbung in den Videos, die so klickstark sind. Aber dann muss man sich nicht beschweren und sagen, der ganze Channel besteht nur aus Werbung, wenn ich eins von 10 Videos angucke. Also, ne, das ist so ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen schießen, finde ich. Ne? Und gerade das sind ja die Leute, die dann eben vielleicht so konsumieren wollen und immer wieder neue Düfte kaufen wollen, dass sie vielleicht auch einfach 120 Euro dann nicht mal eben so ausgeben können, weil sie halt sowieso schon komplett überschuldet sind wegen ihrer Sucht vielleicht, ja. Aber naja, und vor allen Dingen auch selbst wenn ich Werbung machen würde die ganze Zeit, ist ja auch erstmal die Frage, wo ist denn das Problem? Ja, also gönnt man mir jetzt das Geld nicht oder ist es so, soll ich einfach wieder Student werden, Langzeitstudent und auf BAföG, auf Kosten von Vater Staat da irgendwie mein Dasein fristen? Also ich persönlich kann euch sagen, ich freue mich, dass ein Marc Gebauer Millionen macht mit dem, was er macht. Das ist doch voll geil. So, da folgt jemand seiner Leidenschaft. Der macht hier ein Riesenunternehmen, ein Riesenimperium fast schon auf. Deutschland, USA, International. Was gibt es denn daran, was man nicht mag? Also ich verstehe nicht, warum man das den Leuten nicht gönnt oder da irgendwie so immer so Auge macht. Ja? Da lebt einer seinen Traum. Und klar, viele Leute kriegen das nicht hin, ihren Traum zu leben. Das ist nicht so schön, ja, verstehe ich. Aber man muss ja trotzdem nicht die Sandburg oder das, was andere versuchen, sich gerade aufzubauen, das muss man doch nicht dann irgendwie so kaputt treten. Also, naja, aber das ist eben so ein bisschen was ich da, also selbst wenn ich jetzt irgendwie ständig Werbung machen würde,
würde ich trotzdem nicht verstehen, warum sich da manche Leute so hart drüber aufregen, weil am Ende vom Tag bekommt ihr alles kostenlos hier. Ihr müsst für nichts Geld bezahlen. Ihr müsst auch nicht im Onlineshop einkaufen. Ich freue mich dann zwar und ich bin mir sicher, ihr bekommt die besten Düfte, weil das einfach qualitativ das Ultimum ist, was ich persönlich auch so gerne in meinen Videos zeige und auch selber trage. Aber ihr müsst, es geht ja keiner hin, nimmt sich jetzt eine Knarre an den Kopf und sagt, kauf bei dem Kai Düfte ein. Ja, sollte man vielleicht mal machen, so eine Mafia beauftragen, die die Leute zwingt, Düfte zu kaufen. Aber ja, das ist eben so der Punkt. Also ich wollte einfach nur an der Stelle sagen, es muss sich hier wirklich niemand gemobbt oder irgendwie was weiß ich was fühlen, nur weil ich hier einen Duft zeige, 120 Euro, und sage, der ist für meine Verhältnisse günstig oder für das, was die Leute normalerweise hier so schauen. Und ja, ich hoffe, dass das an der Stelle einfach auch mal ja, ein paar gute Worte waren an dieser Stelle, weil ganz ehrlich, so nach 10 Jahren YouTube denkt man sich auch irgendwann, ach Gott, jetzt schon wieder so ein Kommentar. Und ich habe diesen ganzen Trolling-Hate-Kram auch einfach irgendwann mal, denkt man sich auch, ja komm, jetzt ist auch mal gut, ne? Weil die Leute denken ja irgendwie, sie halten einen auf oder machen einem irgendwie da was kaputt und so, und am Ende vom Tag, das Einzige, was die machen, ist halt investieren und nichts passiert in der Realität. Also ich bin immer noch da, hallo, und es wächst immer weiter und es wird immer besser, also braucht ihr euch nicht so anstrengen, da irgendwas kaputt zu machen, ne? Ihr müsst vielleicht einfach mal abschalten und gehen und nichts gucken und dann wäre vielleicht der Effekt ein bisschen größer. Naja, das war's soweit. Ich hoffe, ihr nehmt das nicht übel. Ich hoffe, ich konnte ein paar Sachen klären und dann sehen wir uns am Wochenende zum richtig schönen, regulären Video wieder. Und deshalb aufpassen, am Sonntag gibt's eine nice Verlosung. Also macht's gut, Leute. Bis dann, der Kai. Ciao, ciao.